Hallo und moin moin. Ja, da. Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge von Dark and Light. Unsere Situation ist hier so ein bisschen verfahren im Moment. Wir wissen nicht so richtig, wie wir weitermachen sollen. Deswegen haben wir beschlossen, jetzt erst einmal eine kleine Tour zur Zwergenstadt zu machen. Ein bisschen verkaufen, vielleicht den einen oder anderen Händler, wenn wir können, bestechen. Dann Kupfer und Eisen ein bisschen besorgen, ein bisschen leveln. Und wir wollen uns auf jeden Fall weiter damit beschäftigen, im Questbaum und wie das dann mit der Zähmung, also das Taming praktisch, funktioniert. Das The wird unser wild beasts Hauptthema of the sein. land aren't Also wie gesagt, adversaries and an obstacle to your cause, but ansonsten they gucken are wir not einfach necessarily mal, evil in their nature. wie und wo With die Reise hingeht. Junges Fräulein, wie können wir Ihnen helfen? Oh, die hat dazwischen gequatscht. Entschuldigung. Alles gut, war ja nichts. Okay. Ja, hallo und Sie moin. dürfen sich jetzt äußern, junges Fräulein. Okay, also hallo und morgen erstmal. Ja, ich hoffe, ihr könnt mich einwandfrei hören, weil ich habe meinen ganzen Rechnerkram umgebaut und Plätze und so. Und aber die beiden Herrschaften hier bei mir, die sagen, dass das soweit gut ist. Ja, der Ausschlag auf meinem Potentiometer oder wie das Ding heißt, ist auch gut. Ich werde heute Domestizierung mal als Aufgabe machen. Habe ich schon aktiviert, aus Versehen. mittendrin. So, ich hoffe, ihr habt Boss mal trotzdem gut verstanden. Und nur ich habe leider nichts verstanden. Scheiße. Das ist ja wieder ein Anfang, ey. Ja, Mein so Fresse. kennt man uns, die chaotischen drei. Die chaotischen drei. Sag yes, nix, Magnus. Los. Ab zur Zwergenstadt. Ich habe Okay. schon alle Türen zugemacht. Nur noch hier, wo ich bin, geht's raus. Los, okay. Nur noch hier geht's Aha. raus. Hier geht's raus. Zwergenstadt. Was machst du denn da? Level 5. Arbeiten. Was arbeitet der denn? Ich glaube, ich guck mal, was ich hier überhaupt einfach. Ich habe gesagt, hinter mir Kommst du auch nicht stehen mit? bleiben, Na gut, einfach. ich laufe jetzt einfach hinterher. Los, lauf! Ich soll ja hinterherlaufen, nicht voraus. Halt! Ein! Fährt ihr einen Beschwörungsstein an? Habe ich noch als Aufgabe. Müssen mal gucken. Beschwörungsstein. Kommt der Magnus jetzt auch mit? Geht schon mal vor. Ich, wie gesagt, ich arbeite noch. Er arbeitet doch. Tschüss. Ja gut, dann stiefeln wir halt. Nur wir beide. Ich kann ja das Kupfer mitnehmen. Ich nehme Mal Kupfer. gucken, hier hat gerade was rumgekrault. Vorsicht hinter Und dir! wieso bist du auf einmal hinter mir? Der Der ist war er. doch vor mir. Ja, der war vor mir und hinter dir. So, das nehmen wir mit. So, da muss hier oben noch einer sein. Ich habe sogar gerade noch einen gesehen. Dann war der unsichtbar. Naja, ja gut. Jo, das war der dicke, fette Hammer. Hier ist der zweite übrigens. Ja. Ja, komm raus. So, dann lass dich liegen. Wo bist du denn jetzt lang gelaufen? Ich bin einmal ganz hoch gegangen. Hier ist auch noch was. Muss auch noch ein bisschen was vor die Glocke hauen. Wollen wir noch Fleisch? Dann kann ich auch noch vor die Glocke hauen.
Boing. Was denn? Fall um. Ich nehme nur noch auseinander, was der Panther hier oben getötet hat. Achso. Armes Viecherl. Tut mir leid, 104er. Oh Mann. Zersetzt sich. Na gut, wir nehmen das Fleisch mal weg. Du sollst nicht umsonst gestorben sein. Zack, so, abgebaut. Ich nehme auch gar nicht das Ausweidemesser, das ist im Moment Leder und sowas haben wir ja genug. Ja, bist du weitergelaufen oder wo bist du? Da hinten müssen wir. Ach, oh. Hier sind, glaube ich, Zwerge. Hier leuchtet irgendwas Blaues. Nicht Zwerge, Goblins. Wo bist du denn hingerannt wieder? Immer oben rennt. Zu den Türmen. Oben zu den Türmen. Wo ist es denn jetzt? Ich bin doch bei den Türmen. Ach, der ist da in dem Loch drin, wo wir nicht drankommen. Alles klar, ich weiß Bescheid. Ah ja. Tja, die lässt mich immer in der Gegend stehen. Nee, ich komme zu, geh zur Brücke runter. Ach, da bist du, da bist du. Ach, das war der, wo, ja genau. Der genau, Verbackte. Der hängt in der Loch drin und kommen wir nicht dran, ne? Ja, genau. Ja, da, der Verbackte, wo wir nicht frei wussten, wie wir da reinkommen. So, dann gehe ich jetzt hier runter zur Brücke. Okay. Ich folge und ich wüsste vielleicht eine Möglichkeit. Ja, irgendwas hinbauen und dann da reinhupfen oder so. Nee, du kannst über rechts davon, von dem Loch, ist doch noch so ein Eingang. Ja. Wenn du da in Pan-Gestalt hochspringst über die Mauerfragmente, könntest du vielleicht von oben rankommen. Die Frage ist nur, ob du wieder rauskommst. Genau. Ach, als Experiment machen wir es gar nicht. Nee. jetzt hab ich oder vorne... zumindest könntest du ihn von oben aber mit Pfeil und Bogen killen. Oder vielleicht, dass dann auch wieder was Vernünftiges nachspawnt. Wäre ja auch eine Option, ne? Ja. Also da oben ist auf jeden Fall eine Platte. Ja. Weil da habe ich mal zwei Goblins oben gekillt. Aha. Bist du raufgekommen? Bist du da also schon? Ja, in Zwergengestalt, aber nicht ganz oben auf die Platte. Ich habe die nur angehittet, dass die mir hinterher kamen. Ich suche schon wieder den Manni. Ich bin über die Brücke schon gegangen. Hab oh! Gemacht, die geht zur Brücke. Moment, ich komme nach. Brücke, Moment, ich suche die Brücke. Was für eine Brücke denn? Hier ist keine Brücke. Da muss ich lang. Oh, da hinten ist irgendwas. Hinten ist irgendwas. Waren schon wieder Blümchen. Worte. Ich suche keine Blümchen. Da hinten ist ein grüner Stein, ein großer Meteorit. Nein, wir suchen keine Blümchen. Da muss doch irgendwo auch noch was anderes rumkrauchen. Bin gleich in der Zwergstadt, wenn das weiter so geht. Ja, dann geh du links rum, ich geh rechts rum. Ich bin jetzt rechts über die Brücke gegangen. Dann kannst du ja links irgendwo rumgehen, wenn du. Ich bin schon bei diesem Gebäude, wo eigentlich nichts ist, außer dass hier ab und zu mal welche rumlaufen. Alles klar. Ne, ich gehe dann weiter Richtung Zwergenstadt. Na, Madame Bürgerin, alles in Ordnung? Pass ja auf, hör dich auf, da muss irgendwo was rumeiern. Nö, das ist nur ein Oppelhäschen. Ich glaube, es wird dunkel, oder? Ach, ich gehe hier hoch. Hab keine Lust, die Kurve da rumzulaufen. 20.36 Uhr, ja, wird dunkel. Kommt, nein, da hoch. Ich will da hoch. Das Lufttaxi fliegt über unser Haus. Lufttaxi? Mit dem Gestell drunter? Ja. Aha, direkt über unser Haus. Mhm. Da sind wir ja direkt. Dann brauchen wir eigentlich nur noch einen Turm bauen. Na, du Schaf, du. Und noch ein Schaf. Du willst nur wieder Rapunzel spielen. Ja, die Haare sind noch nicht lang genug.
Da müssen wir noch dran arbeiten, das dauert noch eine Weile. Überall Hoppeläschen hier. Dann nehmen wir halt den Magnus als Rapunzel, dem seine Haare sind lang genug. Aber auch nur die Barthaare. Was denn sonst? Stell keine Fragen, auf deren Antwort du nicht hören möchtest. Ist gut, dann ziehe ich die Frage hiermit zurück. Ey, was ist das hier für Gelärm, Leute? Quatsch hier nicht so viel rum. Kann ich was trinken oder nicht? Komm, trinken? Nee, die will nicht. Was haben wir denn? Was hast du da für Sorgen? Was hast du denn Schönes? Der Vegan haben. Ich bin ja völlig entleert hierher gegangen. Ich wollte ja eigentlich Kupfer machen. I will tell you a story, young one. Ich wollte Kupfer. Wie hat er mich genannt? Young One. Junger Einer. Genau. Aber den Rest davor habe ich leider nicht verstanden. So, pack mal weg. Hier gibt es jetzt erstmal was auf die Glocke. Nee. Komm. Wir haben auch gerade ein Pack Gold, Münzen, Gold, Münzen, Gold, Münzen. Bam. So. Hast ja nur 3000 im Inventar. Nee, 2000 habe ich eingesetzt gehabt. Ach ja, stimmt ja, du hast ja letzte ja, Woche ja. Geld bezahlt. Ja, hab den Waffenschmied bestochen. Mal gespannt, ob der was hat. Hier war niemand. Gut, dann nehme ich hier nochmal die Fels. Ach, warte mal, wir müssen mal eine Elfi. Ach, das sehe ich gar nicht. Warte mal, doch, das muss ich eigentlich nur umschalten. So. Boing, boing. Hier sind auch noch. You can gain knowledge simply by watching nature. Und ein paar Äpfel habe ich dabei. So. Das kann man leider nicht zappern. Kann man das zappern? Moment, das müssen wir mal ausprobieren. Das ist gar nicht vorhanden. Subs, halt mich so schnell. Na du, Gorham the Ox, was hast du denn heute? Och, wir nehmen hier mal ein bisschen was von. Das ist ein Level 1, das kann doch gar nicht sein. Ist das eine Level 1 ist, das war doch nie ein Level 1. Losing one's way could be worse than death. So. Wo stecken die beiden jetzt eigentlich? Ich bin auf dem Weg zu euch. Ah, ja. Ich sammle noch ein paar Äpfel ein eben und. Okay, das ist Konzentration, Elixir. Ja, dann brauche ich es nicht machen. So. Na, komm, lass mich raus. Ja, jetzt brauche ich wieder die Escape-Taste. Oh. Boff. Jo, Granny schaut die Fässer inzwischen nur noch an. Dann fallen sie zusammen. Boff, boff. Schon immer gesagt, dass du den bösen Blick hast. Grannys böser Blick. Ich hätte jetzt was anderes gesagt. Du meinst, sie fallen alle vor Schreck um, oder wie? Ja, du bist zu hässlich wie die Nacht. Granny ist nicht hässlich. Ja doch, deine Mama hat dir, als Kind, ein Kotelett um den Hals gebunden, damit die Hunde wenigstens mit dir spielten, ne? Gib's doch zu. Oh Mann. So, brauch ich die nicht herstellen. Ich bin eine faule Socke. Granny ist eine faule Socke. Nicht ich. Granny. Und Kotelett hat sauer im Hals hängen gehabt. Und deswegen müsst ihr auch so verfressen, ne? Genau. So, warte mal, fangen wir doch mal gleich an mit dem Futtern. Schmatz, schmatz. Hi, na Hämisch, was hast du denn heute anzubieten? 76. Hm. 593, du hast doch wohl ein Ratterbay. Puh. Dir geht das wohl zu gut, da ist nichts.
will jetzt erstmal schauen, was hier der unser Waffenmeister Sindri hat. Das muss ich bauen, glaube ich. Die muss ich bauen. Never forget who you are. Das ist eine 10. Und die hat 12. Ach so. Ich hatte gehofft, mein lieber Waffenmeister, dass du hier mal was Anständiges drin hast. Du hast immer nur deine Böller im Sinn. People will die. Die Leute sterben? Warum denn? Die sterben nicht. Ich gebe her die Armbrust hier. So, sind die jetzt mit. Kann ich mal gucken, ob ich die andere, was die hat. Die hat, glaube ich, nur 10, ne? Ja. Was wird jetzt da rein? Wo ist denn die andere? Die ist sowieso kaputt. Okay, so. Genau. So, meine liebe Gwenny, was wollen wir denn jetzt hier machen? Hier haben wir nichts zu tun. Komm, wir werden jetzt Kupfer... Ach nee, das ist dunkel, ich bleib hier. Losing one's way could be worse than death. Ach, war das der Hahn, der den Morgen einläutet? Nee, das war das feige Huhn. Ich gehe nicht im Dunkeln raus. Das ist nichts für ein Gwenny. Das ist nichts für Gwenny. Na gut, Gwenny hat den großen Hammer dabei. Dann gibt's was auf die Mütze. Wer war das denn? Manni, wo kommst du denn her? Ich nicht. Von draußen vom Walde. Der hat einen ganz langen Bart. You can gain knowledge simply by watching. Was mache ich eigentlich hier draußen im Dunkeln? Kupfer sammeln. Hier ist kein Kupfer, da muss ich ja oben auf dem Berg. Ja, dann mal jalla, ran an den Speck. Stell dir vor, Kupfer wäre was zu essen. Die Äpfel schmecken besser. Losing one's way. Ja, ich will mich aber auch nicht mit anderen Sachen vollmüllen. Warte mal, was habe ich denn in Sachen Zauberstab? Ich soll sowieso einen Pfeil mit Widerhaken herstellen. Moment. Warum geht das nicht? Achso. People will die. Pfeil mit Widerhaken. Das wäre. Oh, da brauche ich diese komischen Filze. Wo kriegen wir die nochmal, außer dass wir sie kaufen können? Ja, nur kaufen. Wahrscheinlich anbauen. Also mit eher nix. Du kannst gehen und gucken. Irgendwo habe ich die gesehen. Weg hier, ich bin dran. Oh Mann, ist das Dusch da hier? Moment. So, komm, mach eine Elfe. Irgendwo haben wir die gehabt. Hey, du sollst die Elfi anmachen. Was ist denn das? Spielt hier nicht rum? Hier sind doch welche, dann nehme ich die doch glatt mal mit. You can gain knowledge simply by watching nature. So, 20 Stück. Gekauft. Jetzt müssen wir nur mal schauen, wie viel von den Pfeilen muss ich denn herstellen? Moment. 20 Stück. Ach hey. 20 Stück soll ich herstellen. Warte mal, war hier nicht noch einer, der die Pilze hatte? Die Frage ist doch eher, wie viel brauche ich denn pro Pfeil? Moment, das kriegen wir gleich raus. Einen. Okay, dann reicht das ja gerade für mich. Und was ist das? Ein Pfeil mit Steinspitze. Eisenbarren. Und Garn.
Na gut, ich gehe jetzt Kupfer sammeln und vielleicht finde ich ja auch ein bisschen Eisen dabei. Losing one's way. Muss ich halt alleine gehen, kommt ja keiner mit. Vielleicht wartest du mal. Ja, ist gut. Fräulein, ich warte. Bis ich hier losing alles verkauft habe. Die jungen Weiber, dass sie immer so ungeduldig sein müssen. Keine Ruhe, meine Futter. Warte mal, was. Achso, die könnte ich schon mal zuordnen. Das ist der Elixier. You can gain knowledge simply by watching nature. Wo kommt das Ding denn jetzt? Das Celebration Firework. Du hast wahrscheinlich aus Versehen gekauft. Nee. Hast du dir jetzt alle Pilze gekauft? Ja, hab ich. Weil ich brauche ja 20 Stück. Ja. Für die Aufgabe. Und, Moment, ich muss hier nochmal Äpfel. Wo sind denn die Äpfel? Ach, die habe ich da abgelegt. Okay. Dann nehme ich die jetzt mal kurz raus und pack die da ab. So. Ich bin hier bei dem Bürger. Das ist schön. Ja, ne? Es ist 2.32 Uhr. Ach, jetzt kaufen die wieder nichts. Ich gehe jetzt, hole Kupfer und Eisen. Hey, wo bist du hin, du? Hier wird nicht an mir vorbeigelaufen. Zack, zack. Folge unauffällig. Und schweig stille, Weib. Ich bin schon auf dem Weg zum Kupfer. Links war Pferdestall, ne? Rechts muss ich, glaube ich. Nee, warte mal. Doch hier. Oh, Magnus war hier. Magnus hinterlässt überall seinen Kram, echt. Der hat die Steine hier hingeschmissen. Schön verpackt. Gibt's denn? Kannst du mal sehen. Gibt's denn hier überhaupt noch Kupfer? Oder hast du den schon? Hier gibt's noch Kupfer, ja. Aber vor mir, ne? Also hinter mir brauchst du nicht mehr gucken. Ich bin ja schon an der vorbeigepiest. Da ist Kupfer. Okay, so. Doin, doin. Hier ist eine Knolle, da komme ich aber nicht dran. Doch jetzt. Von oben. Ah! Was ist denn jetzt? Ist mein blödes Ding auch noch kaputt gegangen. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich die Heile kriege. Was brauche ich denn? Kupfer, na toll. Oh Mann, ich verirre mich langsam mit all unseren Spielen. Wie mache ich denn das doofe Ding jetzt heile? Muss ich damit eine Werkbank? Nö, du brauchst einfach nur Kupfer im Inventar. Ah, da ist es doch. So. Wo ist sie? Da oben. Und dann machen wir die anderen auch gleich heile. Das ist heile. Das brauche ich jetzt im Moment nicht. Reparieren. So. Ich habe einen ziemlich großen Mithril-Barren gefunden. Was hast du gefunden? Mithril? Beziehungsweise Knoten. Wo bist du denn? Bist du den Weg weiter hochgelaufen? So ziemlich, ja. Ganz weit hoch? Nö, so. Ganz weit hoch nicht. Ich glaube, ich sehe dich. Dreh dich mal ein bisschen nach links, dann müsstest du mich kommen sehen. Ah, da hinten. Will ich aber nicht kommen sehen. Ein schönes deutsches Wort. Augen. Dann mach doch die Augen zu. Ein schönes deutsches Wort. Ach, da bist du. Wo hast du denn den Mithril-Barren? Der ist genau auf meiner 6. Wo ist deine 6? Meine Güte.
auf 6 Uhr bei mir, jetzt auf 12 Uhr. Okay, dann komme ich hinterher. Mithril nehmen wir mit, so viel wir können. Da oben? Ja. Okay. Gucken wir mal, was wir davon mitnehmen können. Oh, der ist schön groß, ja. Sag ich doch. Oh, ich hab jetzt schon 102. Hey, ich will auch was abhaben. Hast schon 102, aber willst immer noch was abhaben. Ja, ist klar, nee. Sind da noch mehr von dem Mithril? Gute Frage. Nee, da kommen wir nicht weiter. Da oben kommen wir nicht rauf, fürchte ich. Warte mal, hier unten ist noch irgendwas, oder? Nö. Doch, hier unten ist auch noch eine Knolle. Oh eine ja. Da. Ich nehme erstmal und noch mal gucken. Ja, mach du. Ich gehe noch mal hier rüber gucken. Hier sind nur Steine. Ich nehme mal das Kupfer mit. Ich schwebe schon wieder. So, Kupfer habe ich. Da ist nochmal Kupfer. Geh noch mal ein Stück hoch, den Berg. Mal sehen, ob wir hier noch mehr haben. Außer Kupfer. Zack, so. Moment, schmeiß mal die Steine raus. Die brauchen wir im Moment nicht. Das ist nicht viel. Das ist auch nicht viel. Okay. Hier tut gerade ein Eber einen Stein begatten. Ist auch nett. Hä? Echt? Ja. Der hat sich wohl etwas verirrt, was? Oh, der ist schön groß hier. Jo. Ja. Genau. Noch ein Stück hoch. Den nehmen wir gleich mit. Warte mal, ist das... Hier ist leider nichts weiter. Oh oh. Ja? Ja? Volltreffer! Au, au, Mann! Volltreffer, ich habe einen Kreis erlegt, mitten in der Luft. Cool. Gwendy macht sich. So, der Rest lässt sie liegen. Sie will Steine haben. Heute wird sie zur Packesel. Oh, warte mal, hier ist Eisen. 3. Wird mein Rucksack zu schwer? Jo, jetzt haben wir. So Leute, ich kann nicht mehr tragen. Ja. Mach mich schon mal aus dem Weg nach Hause. Ups, oh, was ist hier los? Warum kann ich hier nicht weiter? Ich glaube, ich bin ganz oben, weil da geht's hier nicht an der Stelle. Okay. Weil, das macht keinen Sinn jetzt. Ich schwebe zwar noch etwas, aber ich komme doch relativ voran. Hm. Fleisch und verschiedene Sachen habe ich schon weggeschmissen. Ja, ich schmeiße im Moment auch alles weg, was nicht wirklich gebraucht wird.
Wobei ich bei dem Fleisch im Moment nicht sicher bin. Und gut, dann sammle ich jetzt nochmal die Sachen, die auf dem Weg nach unten sind. Wo ist Magnus denn? Hast du auch, bist du auch auf dem Weg nach Hause? Jawohl, ja. Aha, gut. Was ist denn das für einer? Der will ja jetzt nicht zu mir, ne? Nee, der will nicht zu mir, gut. Ich bin immer noch am Laufen. Ich kann immer noch laufen. Das geht doch gar nicht. Da sind noch zwei Steine. Oh, nein. Nimm mal hier die... Komm, weiter. Los. Ja. Ich glaube, wir müssen uns verabschieden für heute. Genau. Nicht, ja, für diese Folge verabschieden wir uns, genau. Ja. Definitiv. Also, ihr Lieben. Wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Denkt bitte an ein Abo, ein Glöckchen, ein Däumchen. Das würden wir ganz toll finden. Dann natürlich auch liebe, nette Kommentare. Und wir sind dann einmal raus. Wir sagen tschüss, macht's gut, habt viel Spaß mit allem, was ihr tut. Vor allem, wenn ihr Gutes tut. Und ich gehe davon aus, sie tut nur Gutes. Und ich sage tschüss, ciao. Tschüss. Ja, dieses Video ist beendet. Immerhin habt ihr bis hierhin durchgehalten. Macht doch bitte den Daumen hoch und nehmt ein Abo. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.